Herzlich willkommen zu unserer astrologischen Jahresprognose 2019. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ein in jeder Hinsicht extremes Jahr vor uns. Nach Abt Knauer, dem berühmten Mönch, der den 100-jährigen Kalender verfasst hat, haben wir ja ein Merkurjahr, das allerdings erst am 20. März 2019 beginnt, dann, wenn die Sonne in den Widder eintritt und dann, wann Frühlingsbeginn ist. Und Merkurjahre galten immer als sehr, ja, sehr wechselhaft und veränderlich, so wie der Götterbote eben ist. Und es waren immer kritische Jahre mit eben großen Veränderungen. Und man kann sagen, Merkur ist eine Energie, die sich immer an alles anpasst, sowohl im Guten wie im Negativen. Also das Gute kann verstärkt werden wie das Negative. Auch in Hinsicht auf das Wetter. Heißes Wetter kann noch heißer werden und Kälte noch frostiger. Und so schlägt alles irgendwo extremer aus in Merkurjahren. Und sie sind, wie gesagt, immer mit drastischen Veränderungen verbunden. Gehen wir aber nochmal in den Januar zurück. Wir haben von Januar bis Anfang Dezember Jupiter im Schützen. Und das ist wirklich großartig. Das ist die ganz helle Seite des Jahres, denn Jupiter braucht ja immer 12 Jahre, bis er wieder in seine Heimat, also in den Schützen, zurückkommt. Und dort hat der Planet der Entfaltung, der Expansion eine maximale Entfaltungskraft. Und damit schafft er auch den Boden für eine Erweiterung von einem Geschäft, der Beginn eines Geschäfts, für andere berufliche Vorhaben. Für jede Art von Expansion ist er auf unserer Seite und hilft uns, wenn wir aktiv werden. Also eine ganz tolle Zeitqualität für Menschen, die einfach mehr wollen im Leben, die mehr riskieren wollen, die etwas zerreißen und etwas bewegen wollen. Eine ganz tolle Energie. Allerdings hat dieser Jupiter gelegentlich auch seine Schattenseiten. Man bekommt eben nichts geschenkt im Leben. Und so steht er im Januar, Juni und September in Quadrat zu Neptun. Und das ist ein Aspekt, den übersetzt man gemeinhin mit Scheinglück. Ja? Weil Neptun ist ja der Schein, das Unwirkliche, und Jupiter das Glück. Wir müssen in diesen 3 Monaten aufpassen. Wir müssen uns vor Veränderungen in Acht nehmen. Wir dürfen kein Geld verschwenden. Wir sollten nicht spekulieren, schon gar nicht an der Börse in dieser Zeit, oder sehr vorsichtig. Wir sollten einfach nicht blind optimistisch vorgehen. Das wäre ganz wichtig für diese 3 Monate. Gleichzeitig steht aber im Januar, Februar, im Juni, Anfang Juli, Ende Oktober und im November ein Saturn-Neptun-Sextil am Himmel. Das ist einer der schönsten und wertvollsten Aspekte dieses Jahres, denn er schafft eine Brücke zwischen der irdischen Welt, Saturn, und dem Himmel, der himmlischen Welt. Und das heißt, dass es uns in dieser Zeit gelingt, unsere Ideale auch noch mehr zu leben, noch mehr in unser Leben hineinzutragen. Das ist ja für viele Menschen immer so ein Spalt. Man hat Ideale, man hat Wertvorstellungen, man wünscht sich eine bestimmte Form nach seinem Glauben, nach seiner Einsicht zu leben, und kann es nicht, weil irdische Begebenheiten, realistische Begebenheiten dagegen sprechen. Und dieser Aspekt kann nun beides vereinen, schafft nun den Boden dafür. Und deshalb ein toller Aspekt, der auch geistige Klarheit schenken kann und der vor allem die Lösung größerer Probleme verspricht, wenn man auf seine eigene Stimme hört und eigenen Einsichten folgt. Also toller Aspekt. Nun kommen wir aber schon zur dunklen Seite 2019. Saturn und Pluto befinden sich ja seit geraumer Zeit im Steinbock, und Saturn nähert sich nun in großen Schritten Pluto an, erreicht ihn Ende des Jahres im Dezember, und Anfang des Jahres 2020 bilden beide Planeten eine Konjunktion, die ist aber latent schon fast das ganze Jahr vorhanden. Und das ist ein Aspekt, der ist wie ein Damoklesschwert, schwebt er über der Menschheit, denn man
muss eigentlich nur zurückschauen, die Geschichte verfolgen. Bei nahezu allen großen Menschheitskrisen standen Saturn-Pluto-Spannungen am Himmel. Ich denke an den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, an den Jugoslawienkrieg, der so schrecklich war. Und Saturn-Pluto ist die größte Transformationskraft, die es nun mal gibt. Saturn steht für die Sicherheiten, für die Mauern, für das Leben, das wir uns gesichert haben, ja, das wir aufgebaut haben. Und Pluto kommt nun daher und will alles einstürzen, will alles untergraben, zu Fall bringen, damit Neues entstehen kann. Also ein Transformationsaspekt, der am Ende dann aber oft sehr viel Positives hervorbringt. Ich glaube nicht unbedingt an Kriege, da wir ja eine Zeit haben, in der die Atombombe Kriege verhindert, also sowas wie den Gleichgewicht des Schreckens herstellt. Aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, denn wir haben auch noch Uranus im Stier. Und Uranus im Stier stand zwischen, das letzte Mal im Stier zwischen 1935 und 1942. Und Sie wissen, das fällt in die Phase des Zweiten Weltkriegs. Und Uranus im Stier steht nicht nur für eine radikale Veränderung der Finanzwelt, die jetzt weiter dramatisch fortgeht, sondern er stand eben auch immer in der Geschichte für Blitzkriege, also für Eroberung, für plötzliche Eroberung von Land, von Besitz. Ja. Er zeigt natürlich auch den Raub im Internet an. Viel mehr Geschäfte, immer noch mehr Geschäfte werden sich ins Internet verlagern, aber auch die Kriminalität wird sich dorthin verlagern. Das hat mit diesem Umbruch dieser Finanzwelt ganz stark zu tun. Also das Kommunikationszeitalter, in der der Computer Menschen ersetzt, nimmt seinen rasanten Fortgang. Also Saturn-Pluto bedeutet aber auch die Ordnung der Machtverhältnisse in der Welt an. Und Sie wissen ja, da haben wir die Blöcke China, USA, Europa, Russland. Und da geht es mehr inzwischen um den Krieg, der in der Wirtschaft geführt wird, also um den Wirtschaftskrieg. Und das setzt sich nun dramatisch fort. Es können aber auch Kriege hinzukommen in den Krisengebieten. Ich denke da an China, Taiwan, an Russland, Ukraine oder an Syrien, Nahen Osten. Also das sind alles ganz gefährliche Gegenden 2019. Was ist noch zu sagen? Es ist wichtig, dass Sie schauen, wo fallen Saturn und Pluto in Ihrem eigenen Horoskop hin, als Transit. Ja? Im zweiten Haus geht es um eine Neuordnung Ihrer Finanzen. Da müssen Sie irgendwas loslassen und verändern. Im dritten Haus um Ihre Selbstdarstellung in Ihrem Alltag. Im vierten Haus um Ihr Zuhause und so weiter und so fort. Also das kann man ja sehr leicht beobachten. Aber das ist das Zeitthema, so wie es für Sie ausschaut. Wenn Sie das als Transit nehmen und in Ihr Geburtshoroskop hineinsetzen. Also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das alles können Sie natürlich noch viel, viel genauer nachlesen in Allgäuers astrologischem Jahresbuch, das sowohl im Zeitschriftenhandel erhältlich ist, aber auch direkt bei uns im Verlag zu bestellen ist. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein erfolgreiches Jahr 2019. Konzentrieren Sie sich auf diesen starken Jupiter. Konzentrieren Sie sich aber auch auf diesen Punkt, wo Saturn und Pluto bei Ihnen auftauchen, wo Sie loslassen müssen, wo Sie einen Wandel herbeiführen müssen. Dann wird das Jahr 2019 erfolgreich. Alles Gute!